Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf Hof Mainz mal. Ja moin, ne? Der nächste Tag ist da, ne? Ich hatte gestern noch alles gedüngt, aber ich habe zum Schluss habe ich einen Düngerstreuer genommen. Ich hatte keinen Bock mehr Gülle zu fahren, das war mal dann bestimmt zu viel Getüter. So, wir müssen jetzt eben Kühe füttern. So wie immer. Zwischendurch machen wir das ja mal zusammen, ne? Und dann heißt es Kledrillen. Aber ich habe mir gedacht, vorher kommen wir zusammen Kühe futtern, ne? Warte, hätte ich schon. Oh, falsche Richtungssektor. Wasser haben die schon. Oh, ja, dich können wir auch erstmal hier vorstellen. Den Mulcher, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Richtig? Richtig. Dann können wir nämlich schickifoni erstmal Kühe füttern, ne? Das ist wichtig. Die müssen morgens immer als erstes versorgt werden. Ja, okay, ich hatte ein bisschen weit gespult, ne? Normal bin ich da schon eher dran. Aber das machen wir jetzt als erstes, ne? Die brauchen ja alles wieder. Die haben Bock. Nämlich Kohldampf. Ich will kein Mist jetzt. Ich kann euch schon wieder Mist aufschippen hier. Haben wir gerade keine Zeit für, ne? So, wir können die Schoppe da schon mal aufmachen. Wir haben ja liebe Kühe. Die laufen nicht immer weg, ne? Vielleicht sollten wir mal Pellets machen, wa? Das ist alles so teuer. Ist alles so teuer. Als erstes mal klären gehabt. Wichtig, ne? Die müssen ja auch immer gut versorgt sein. Die müssen ja dann auch Knicke-Knacke machen. Und das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, weil jetzt ist das nicht mehr so kalt, ne? Aber Kühe immer schön morgens erst versorgt, ne? Und dann zack auf den Schlepper und andere an die andere Maloche. Aber erst die Kühe, ne? Ganz wichtig. Ja, kann ich was ziemlich hier hinstellen. Tut Opa gleich dann eben mit der Forke verteilen, ne? Der macht den gerne. Deswegen füttern wir hier noch so. Mit dem Frontlader Böllekes Rind. Und dann, wenn Opa Tiet hat, weißt du, so einen alten Teiler, den musste schon an den Hof haben. Der füttert dann immer die Viecher zwischendurch. Wenn ich gerade noch keine Zeit habe, dann macht Opa das. Deswegen hat man immer schön schickifeini alten Teile an den Hof. Ich glaube, einer reicht nicht. Werden wir gleich sehen. Kommt unser 412er auch mal wieder ein bisschen zum Einsatz hier, ne? Wäre auch schon ewig nicht mehr gelaufen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ne? Ihr kennt's nicht von mir. Ist ja schon Standard, dass ich vergesse, auf die Uhr zu gucken. So. Den machen wir da hin. So, dann Heu und Stroh geholt, ne? Und dann geht's weiter. Boah. So ist das, liebe Leute. So ist das. Jede Körne kümmt auch schon, ne? Hier, die Erpels hatte ich auch gleich noch gedüngt. Oh, da ist Heu drin, ne? Wir haben nicht mehr viel Heu. Wir müssen bald anfangen. Unser eigenes Heu zu füttern. Gut, dass wir da was im Bunker haben, ne? Aber ich nehme die jetzt beide mit. Schaden kann's nicht. Schaden kann's nicht. Wollen wir nicht so fahren. Falls die runterglitschen. Hoffe ich nicht. Stellen wir jetzt beide eben auf den Futtertisch. Können die sich dort wegschnabulieren. Wie unsere Kälbchen, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht, liebe Leute, nicht schlecht. So, das hier hingeschossen? Das haben sie auch schon mal. Stroh noch. Dann Abfahrt. Abfahrt zu die Kleeflächen. Klee reindrücken. Ja, und dann
geht's, glaube ich, los. Mit der Gespule. Ich glaube nicht, dass wir dann noch viel zu tun haben. Grasmähen vielleicht noch einmal. Ja, kleben. Dann kommt auch schon bald die Ernte, ne? Da haben wir dann nicht mehr so viel. Schild muss stehen lassen, wenn es geht, ne? Wäre ganz sinnig. Ja, das Frischgras, das gammelt gar nicht mehr weg. Ist das nicht wie ein LS17, dass das Frischgras weggammelt? Das wäre ja kurios. Mal rein schippen, Bräut. Ah, wo fahre ich denn hin? Nee. Einmal bei die Sache, ne? Hätte echt Vorteile. Ja, das ist, wenn man im Kopf schon weiter ist, wie man wollte. So, du bleib mal hier. So. Nächste auf Schippen lohnt sich nicht. Ach komm, ich stell halt. Ich stelle den gleich zurück. Könnt ihr noch da reinstellen, ne? Eigentlich soll hier mal ein Mähdrescher hin. Aber wir haben noch keinen. Also von daher kann der erstmal hier stehen. Ja, rüber gehüpft. Abfahrt. Ist da noch genug drin? Oh, Klee ist ja nicht viel. Und die Korle, Dinkel, Weidegras, Pferdegras, Ackergras, Luzerne, Klee. So, Abfahrt. Kriegen wir wie so ein bisschen was geschafft hier, ne? Das sind ja auch nur zwei Flächen, also von daher. Danach kann ich Spuli machen. Ein Bildchen habe ich gemacht, ne? Ja. Top. Toppi-top. So, fangen wir direkt hier an, ne? Oh oh, ich habe zu früh runtergeschaltet. Ja, egal. Das mochte der bestimmt nicht. So, hier rin geschossen. Was schon mal an gleich? So, jetzt wollen wir in die Knie gehen mit der Drille. Ah, ich glaube, ich habe, weil ich das Gewicht noch dran habe. Ich habe vergessen, das Gewicht abzumachen. Kann schon mal haben. Fangen wir hier an, wa? Aber man sieht auch immer so viel, ne? Oh, wir hängen im Zaun. So, Abfahrt. Klee drillen. Passt fast. Fast, ne? Hab ich da alles nicht alles erwischt, wa? Ich hab nur 4 Meter hinter. Das ist schon mal nicht so einfach dann, ne? Kann schon mal haben, ne? Dass das alle nicht so klappt, wie es klappen soll. Ja, liebe Leute, so ist das. Läuft. Na, kriegen wir das so rum? Ja, aber ausnahmsweise hat sogar gepasst. Hier ist auch schon Unkraut. Ich war doch Striegel, ne? Aber stellenweise ist trotzdem noch wieder Unkraut gekommen. Was ist das für Müll? Kannst du ja das Striegeln sparen. Kannst du ja gleich mit der Spritze drüber juckeln, ey. Ganz ehrlich. Mann, da. Was nervig. Ist ja wohl der größte Humbug, den es gibt, ey. Oder Unkrautkack hier. Wozu fahre ich denn da mit dem Striegel drüber? Damit das Unkraut hinterher nochmal wiederkommt, oder was? Hammerhart, liebe Leute. Hammerhart. Kann's vergessen. Echt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Können wir gleich nochmal nachgucken, ne?
Oh, wie will ich nie in der Ecke drehen, ne? Einmal mit Profis. Ich sehe nichts. So, müsste passen hier. Können wir nochmal nachgucken. Seht ihr? Ich habe hier überall wieder Unkraut drauf. Obwohl ich mit dem Striegel drüber gefahren bin. Was ist das für ein Kack? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt kann ich extra überall nochmal mit der Spritze drüber heizen. Da waren wir striegeln, da haben wir gestriegelt, da. Wieder Unkraut. Wozu mache ich mir denn die Mühe und fahre da mit dem Striegel drüber? Ich verstehe das nicht. Also ganz ehrlich, kann mir das mal bitte einer erklären? Das ist doch Verarschung. Jetzt kannst du doch den Giftmoppel dahinter setzen und kannst da überall nochmal drüber heizen. Schon krass, oder? Das sind dann ja, überlegt mal, die Kosten von dem Striegel, der Miete, waren glaube ich 3000. Die Spritkosten, ja 3000 Euro für nichts. Wenn du die Zeit noch dazu rechnest, ey, das ist ja voll genial. Super Spiel. Töfte. Macht Laune. Boah, da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, ne? Kann's ja nicht sein, ey. Genau wie überall in Wiesen Unkraut ist. Wir fährt da andere mit der Spritze durch die Wiese. Also ich kenne das höchstens mal bei Brennnesseln, dass wir das mal wirklich gemacht haben. Obwohl, da war ja immer der Trick. Brennnesseln musst du kurz vor den Regen mähen. Dann kann das in Stängel reinregnen, dann gehen die auch kaputt. Zwar nicht alle, aber der größte Teil. Ist so ein alter Trick. Oldschool-Art. Kenne ich, habe ich gelernt. Das klappt auch. Zum größten Teil, wirklich. Und bei Disteln geht das auch. So, aber hier... Das ist doch Verarsche, oder? Mal ganz ehrlich. So. Schöne Klee hier noch im Bogen drücken. Bin noch aufgeregt. Dann werde ich mal Giftspritzen fahren. Das mache ich ohne euch, ne? Spritzen ist ja langweilig. Haben wir auch schon oft genug gesehen. Ich denke, wir werden uns hier... weiß nicht, zur Ernte wahrscheinlich jetzt wieder sehen, ne? Vorher ist, glaube ich, erstmal nichts mehr. Was wollen wir vorher hier noch großartig machen? Keine Ahnung. Jetzt komme ich da nicht bis in die Ecke, wa? Heide Witzka, Herr Kapitän. Doch. Hat gepasst. So, liebe Leute. Hier Rinje hüpft. Wenn du den richtigen Knopf drückst, hat das Vorteile. So, liebe Leute, ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr einen Daumen runter, schreibt einfach einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich es vielleicht ändern. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.